Hi Leute und ja, herzlich willkommen zu diesem weiteren Vlog. Und zwar habe ich heute schulfrei, weil heute irgend so ein pädagogischer Tag oder so ist. Ich habe keine Ahnung. Aber die Lehrer müssen in die Schule kommen und die Schüler dürfen zu Hause bleiben. Das ist, hört sich auf jeden Fall schon mal ziemlich cool an. Und deswegen wollte ich euch heute mal den ganzen Tag mitnehmen, weil ich ja frei habe und deswegen es auch noch hell ist draußen. Applaus für mich, dass ich es geschafft habe, um 6 Uhr aufzustehen, obwohl wir keine Schule hatten. Aber es ist nicht mehr 6 Uhr, sondern es ist 9.30 Uhr oder so. Und ich fahre jetzt gleich noch zu Hanni, weil wir gehen joggen. Weil wir haben gesagt, wir gehen alle 2 Tage joggen. Und heute ist dann Mittwoch ist der erste Tag und dann Freitag zweiter Tag. You know? Und ja, deswegen würde ich sagen, gehen wir erstmal zu Hanni. Und vielleicht machen wir dann irgendwas bei Hanni. Oder ich gehe wieder zurück, fahre wieder zurück und wir machen da irgendwas anderes. Now those memories fell like thorns on a patch. A rose I can't. Auf jeden Fall gehen wir jetzt joggen. Hier wieder mal in kurzer Hose. Und auf jeden Fall, Hanni, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt joggen. Genau das. Just another scar placed on my heart. A sign that we are made to be apart. And even though you might not be the one, I'm gonna miss you daily. So, wir fahren jetzt mit dem Bus wieder zu mir und dann backen wir. Mein Paket ist gekommen. Ja. Auf jeden Fall, wollen wir was backen und zwar so Wegmänner, keine Ahnung, Hefemänner, wie auch immer man das sagen will. Ihr werdet sehen. Mein Bruder ist da, Ascha ist da und Hanni ist da. Und Enz ist auch da. Und Hanni will nicht herschauen. Hast du mich gerade gefilmt? But I know I get over you. I'll try to focus on what's in front of me and not behind. What is life without the one you love the most? Who I am without you? You're just another scar placed on my heart. A sign that we are made to be apart. And even though you might not be the one, I'm gonna miss you daily. We fought so hard, we dragged us down and basically watched how we had drowned. And even though I know you're not the one. Bis gleich, wir müssen jetzt eine Stunde auf den Teig warten und dann dürfen wir ihn rausholen und dann machen wir weiter mit dem Teig. Und er reagiert wieder. Das ist so hardcore-cringe. Oh mein Gott. Warum kaufen die fucking... Okay, die holt sich Trinkjoghurt. Das wird doch lustig, Leute. Zum Beispiel, wie hoch steht Zucker? Wenn du siehst, Zucker ist da oben, das ganz oben aufgelöst. Weißt du, das Punkt besteht trotzdem. Die Verpackung ist grün. Die Verpackung ist grün. Also muss es vegan sein. Es muss vegan sein. Okay, wir gucken, was sie jetzt noch. Ey, ich bin sowas am maximal tiltet. Die schaffen es nicht mal, 10 Minuten durch den Supermarkt zu gehen. Und du kannst dieses Video nicht schauen, ohne alles eingehalten, ja. Ihr seid aber auch zu zweit! Alles eingehalten, alles weg. Und es ist schon dunkel geworden, deswegen ist nicht wundern. Es gibt kein Abendessen, es gibt Frühstück, weil wir haben noch nichts gegessen. Ja, wir haben noch nichts gegessen. Da geht's ja schon los! Ja, genau! Ey! Es
ja nur lustig, meine Freunde. Die haben das Video wahrscheinlich jetzt nachmittags angefangen oder abends oder kurz vorm Abend haben die das Video wahrscheinlich jetzt angefangen. Kaufen sich einen Einkaufswagen mit Steak und 8 Würsten und vegane Hotdogs und 100 Süßigkeiten. Und dann, so, ihr hättet das Video auch nennen können, ein veganer Geschmackstest. Das wäre wenigstens ehrlich. Mein Verfügung. Bitte erklärt mir nicht, was ich kann! Das ist die Ecke, ich meine Güte! Ihr kauft euch Joghurt-Trink und erklärt euren Zuschauern, was ihr gesagt. Ich will hier nicht mehr leben auf diesem Planeten. Manche Vegetarier fischen, das ist keine Vegetarier! Manche Vegetarier essen Fleisch, das sind dann aber keine Vegetarier. Manche Vegetarier essen Fisch, alles klar. Dann ist sie beten auch zu Gott. Oder was labert ihr für eine Scheiße? Manche hat es beten zu Gott. Wenn man Fisch isst, ist man einfach fucking kein Vegetarier. Dann ist das mal Pesketarier. Die erklären was und sind selbst dafür einfach zu blöd. Mensch! Set life. Sagen. Ich finde, dass die veganen Produkte noch sau verarbeitet ist, auch nicht gerade sehr ja, ist ja, normale Wurst ist auch sau verarbeitet. Das höre ich jetzt aus eurem Maul. Ihr habt da Billigtoast liegen, was einfach zu 99% einfach fucking Zucker oder Chemie ist. Und der arme Toast, Alter. Die veganen Produkte, die sind auch alle verarbeitet und Chemie. Digga, vegane Produkte. Ein Apfel ist auch vegan, meine Freunde. Produkte seid ihr eigentlich komplett dumm? So, der Kompromiss halt, dass man die Chemie reinfällt. Ja. Hier stimmt! Das ist der Kompromiss, wenn man vegan lebt. Richtig schön viel Chemie reinfällt. Deswegen gibt es auch Früchte. Verstehe ich das? Ey, die haben die ganze Zeit einen Fehler gemacht. Da darf auch kein Bio draufstehen, sondern muss Chemie draufstehen. Der Kompromiss, den du als Veganer eigentlich musst. Ja, ziemlich viel Chemie essen. Ich bin ja kein Veganer. Ja. Gut, dass die Chemie so nice ist und uns Veganer das Leben ermöglicht. Weitergeht. Und dann fragt man, wieso machen die es denn nach? Das ist so die dümmste Frage, die ich einfach, die hängen mir so zu heiß raus, aber die kriegen man immer wieder und wieder gefragt. Warum isst man denn eine vegane Wurst? Digga, sieht ein Tier aus wie eine Wurst? Ist eine Wurst und machen Veganer eine Wurst nach? Oder ist eine Wurst einfach nur dafür da, weil man eine Wurst ziemlich gut auf ein Brot legen kann, weil es einfach ein kompaktes Design ist und ist einfach nur dieses Design einfach optimal für Brot und deswegen wird das vegane Brot in der gleichen Form hergestellt? Ist das vielleicht der Grund? Ich wusste nicht, dass Wursttiere irgendwo rumlaufen. Digga, Mozzarella ist weiß. Digga, was? Das kann nichts Gutes heißen, Simon. Digga, Mozzarella. Ey, Leute, Mozzarella ist ja übel weiß. Prost, ey. Das ist bestimmt übel seltsam. So Mozzarella-Käse. Den würde ich mir mal nicht reinfallen, Leute. Haben die nicht vorher selber gesagt, dass Mozzarella... Jetzt haben die sich aufs Bett gesetzt, damit ein paar Szenenwechsel da sind, damit es mehr so wirkt, wie den ganzen Tag über gefilmt. So, jetzt essen wir jetzt mal Kekse im Bett. Kurz, Freunde. Das schmeckt aber irgendwie wie Joghurt, das ist bestimmt vegan. Das ist so dumm. Warte mal, was die jetzt sagen. Ihr seid so dumm, das gibt's nicht. Mango Vanille. Wie so ein Joghurt. Nee, echt. Nee, wirklich. Da steht Bio-Joghurt drauf. Da ist. Ja, der Nachgeschmack ist anders. Es ist vegan, es muss scheiße schmecken, meine Freunde. Alter. Ein bisschen anderer Nachgeschmack als normale Joghurt-Drink. Alles klar, Leute. Wie hohl kann man eigentlich sein? Aber, kann man es gut geben. Dafür, dass vegan ist, schmeckt. Nein! Oh mein Gott. Nein, das ist die Dummheit kann man nicht mal mehr mit. Hat er gerade gesagt, Veganer ernähren sich nur durch künstliche Produkte. WTF! Es gibt Salat. Es gibt Früchte. Es gibt schlaue Menschen, die wissen, wie man sich vegan ernährt. Mann. Es gibt schlaue Menschen, die wissen, dass Joghurt aus Milch besteht. Die Frage ist so, Fleischesser essen den ganzen Tag nur Fleisch. Ja, genau. Und deswegen sitzen Veganer die ganze Zeit in ihrem Garten und essen Gras. Ja, ist auch teuer. Ja, wir waren extra in so einem Laden dafür. Ja, wenn du den ganzen Tag von Fleisch dich ernährst, dann ist es auch freaking teuer. Jetzt noch am Ende hauen die alles raus.
am Anfang noch gesagt habe. Digga, das wäre mir viel zu anstrengend. Ich brauche jeden Tag mein Fleisch. Ich bin mein Glas gewesen. Ja, nein, das war die Dies. Ich will nicht. Nein, das, doch, das war deins. Das waren die Dies. Vorher war es die andere. Ach, weil es Hefe ist? Ja. All that matter, I do. Remember how I used to make you love until it hurt. Now those memories fell like thorns on a patch. A rose I can. Oh, scheiße. Fast kaputt gemacht erstmal. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier diese Männchen und mal schauen, ob die fertig sind erstens. Und heiß. Und mal schauen, ob die Männchen überhaupt schmecken. Deswegen probiere ich jetzt mal meins. Meines. Schmeckt sehr lecker. Kann man auf jeden Fall. Hi! Boy! Kann man auf jeden Fall mal tasten. Und schmeckt sehr gut. Also Leute. Für die Weihnachtszeit ist es, ich weiß, es ist noch keine Weihnachtszeit. Deswegen haben wir auch heute keine Plätzchen oder so gebacken, sondern nur so Hefesachen. Leute, schreibt mal in die Kommentare, welche am besten ist. Und hier oben in der Ecke findet ihr auch noch eine Abstimmung, beziehungsweise hier oben in der Ecke, ich glaube, es ist hier. Und auf jeden Fall findet ihr da noch eine Abstimmung. Das hier, warte, die da angewiesene ist Honeys. Das ist auch Hannis, das ist Aschers, das ist Didis, das ist meiner. Das ist auch angebissen und kaputt. So Leute, wir essen jetzt noch ein bisschen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns später irgendwann nochmal wieder. Wenn Hanni im Video dabei ist, habe ich immer für die Endszene noch mal für das Sehen. Tschüss, Aschi. Bye. Hanni macht mich trauriger als ich. So, meine Freunde sind jetzt weg und ich würde jetzt auch sagen, beende ich hier das Video. Und wenn euch das Video gefallen hat, hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Video wieder ein. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Leute. Ciao. Dreh dich weg. Mach in die andere Richtung so. So, was willst du? Ach, du bist doch zu Hause. Hi. Ich weiß nicht, was du gerade von mir wolltest, deswegen war ich gerade so planlos.